Hi, ich bin's Alex, willkommen bei Spielama und heute geht es um einen besonderen Klassiker. Carcassonne in der 20 Jahre Ausgabe, erschienen bei Hans im Glück, im Vertrieb bei Asmodee und natürlich von Klaus-Jürgen Wrede. Ja, 20 Jahre ist Carcassonne jetzt schon alt, ich war also damals 10 Jahre alt, als es rauskam und seitdem kenne ich es auch schon. Und deswegen denke ich auch, ist in einem Video über eine solche Jubiläumsausgabe keine Regelerklärung oder sowas groß notwendig. Ihr kennt Carcassonne und wenn nicht, findet ihr hier auf Spielama dazu auch ein Video. Ja, was macht diese Ausgabe denn jetzt besonders? Als allererstes sehen wir natürlich dieses wunderschöne Cover, beziehungsweise die Gesamtgestaltung der Box ist einfach wunderschön und ganz, ganz besonders. Ja, wir sehen keine großen Angaben drauf, nichts, sondern hier hinten die Plättchen, das bestimmende Element von Carcassonne neben dem Miepel, kein Verlagslogo, nichts, einfach nur Carcassonne. Eine wunderschöne Ausgabe und das setzt sich auch im Spielmaterial fort. Denn hier aufgebaut sehen wir das Spielmaterial und wenn wir uns das anschauen, hat das auch nochmal diesen ganz besonderen Touch. Da ist nichts dabei, was es nicht schon im Groben gab. Das heißt, Miepel mit Stickern drauf, das kennen wir schon. Das konnte man schon im C&C-Shop bestellen. Das ist nichts wirklich Neues. Ja, die Sticker sind farbunabhängig, das heißt, man klebt einfach irgendwelche Sticker Vorder- und Rückseite jeweils passend auf die Miepel drauf. Dann haben wir neu illustrierte Plättchen, die sind wunderschön. Die haben auch jeweils einen sogenannten Spot-UV-Finish drauf. Das heißt, diesen glänzenden Teil, da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Wir haben insgesamt 5 Farben für die Spieler dabei. Schwarz, Grün, Gelb, Blau und Rot. Wir haben die normalen Carcassonne-Teile, wir haben die Erweiterung der Fluss und wir haben eine Bonus-20-Jahre-Erweiterung, die quasi aus 3 Modulen besteht. Dazu kommen wir noch im Detail. Ansonsten natürlich das Scoreboard und zu der 20-Jahre-Erweiterung gehören hier auch die Äbte als neues Element. Aber auch dazu kommen wir. Doch schauen wir uns mal ein paar illustrative Details an. Fangen wir an mit diesem schönen Plättchen. Hier sehen wir nämlich den guten Hans im Glück reitend auf seinem Schwein. Und wenn ich das, sieht man den Spot UV Finish? Nein, leider nicht. Dann haben wir hier, und das haben wir immer mal auf dem Plättchen, die 20 Jahre Feier mit der 20 Jahre Fahne. Ja, hier ein Saufgelage im Wald. Hier haben wir einen Löwen und Elefanten. Auf welches Hans im Glück Spiel das hindeutet? Schauen wir mal. Aber hier wissen wir bestimmt, auf welches Hans im Glücksspiel das hindeutet, oder? Das ist Marco Polo und seine Karawane. Wunderschöne kleine Gimmicks. Oder hier, das aktuelle Kennerspiel des Jahres. Die Mammuts. Paleo. Ja, das waren mal so ein paar kleine Gimmicks, die ich euch unbedingt zeigen wollte, die man einfach auf den Plättchen finden kann. Und auch sonst sind es einfach wunderschöne Plättchen geworden. Ja, überall hat man diese Feiern, diese Partys, die das 20-jährige Jubiläum von Hans im Glück feiern. Tolle Sache. Auch etwas, was ich nicht vorenthalten möchte, ist die Anleitung. Jeweils in diesem wunderschönen, auf alt gemachten Papier. Wir haben hier ein kurzes Beiblatt zu Carcassonne, wo einfach die Modulregeln nochmal schnell erklärt sind. In üblicher Hans im Glück Qualität, was das angeht. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Und ich meine, die Carcassonne-Regeln sind ja jetzt auch wirklich nicht schwer. Ebenso dann hier diese auffaltbare 6-seitige Anleitung. Das ist einfach wunderschön gemacht, fühlt sich gut an und wird dieser Jubiläumsausgabe wirklich würdig. Kommen wir zu dem neuen 29 Jahre Erweiterung mit den Modulen. Erstmal generell. Das sind die Plättchen. Das sind also insgesamt 15 Stück mit 3 verschiedenen Symbolen drauf. Die Symbole sind als Pfeil an einer Plättchenseite gekennzeichnet. Das ist kein Zufall, denn wenn ich das Plättchen anlege und der Pfeil nicht auf ein anderes Plättchen zeigt, bekomme ich einfach direkt 2 Punkte und fertig, nichts passiert. Lege ich das Plättchen mit dem Pfeil allerdings so an, dass es auf ein anderes Plättchen zeigt, okay. Hier zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht. Genial, Alex. Hier zum Beispiel. Dann ist das Bonussymbol aktiviert. Oder lege ich ein späteres Plättchen so,
dass der Pfeil dann an ein Plättchen angrenzt und damit aktiviert ist. Zum Beispiel so. Dann aktiviere ich dieses Bonussymbol auch. Das heißt, es gibt zwei Arten, das Bonussymbol zu aktivieren. Entweder ich lege es selbst an ein Plättchen an, wo der Pfeil hinzeigt, oder ich lege später ein Plättchen an diesen Pfeil. Ja, und jetzt gilt es ja nur noch zu klären, was denn diese Bonusplättchen eigentlich machen. Es gibt von jedem Bonusplättchen 5 Stück und das erste, was ich hier zeigen möchte, ist, ich nenne es die Meeple Party. Wenn ich dieses Bonussymbol aktiviere, darf ich nicht wie gewohnt einen Meeple einfach auf das Plättchen legen, also auf die Straße, auf die Wiese oder in die Burg, sondern ich darf es zu einem anderen Meeple dazusetzen. Also Kumpel, hier, deine Burg ist in Gefahr. Ich unterstütze dich. Dadurch habe ich dann an der entsprechenden Stelle 2 Meeple. Das ist etwas, was durchaus Dynamik mit in das Spiel bringt. Das nächste sehr, sehr einfache Symbol ist dieses hier. Und das sagt nichts anderes, als dass ich einen Doppelzug mache. Das heißt, danach bin ich einfach direkt nochmal dran. 5-mal im Spiel, wenn das 5-mal der gleiche Spieler kriegt, ist das natürlich Glück und Imba und haut das Spiel aus seinen Fugen. Yep. Aber es soll ja Spaß machen. Dann das dritte Symbol. Dieses erlaubt es mir, einen Meeple nicht zu einem anderen hinzuzusetzen, sondern auf ein noch freies Feld zu setzen. Na, damit kann ich also ein Feld, das im Laufe des Spiels freigelassen wurde, weil man nicht wollte oder weil man keinen Meeple mehr hatte, dann doch noch in Anspruch nehmen. Tolle Sache, bringt ähnlich wie den Meeple zu einem anderen setzen, eben noch ein bisschen Dynamik ins Spiel. Das war's aber noch nicht. Wir haben noch die Abt bzw. den Abt. Wenn ich ein Plättchen lege, darf ich entscheiden, lege ich einen Meeple oder einen Abt. Und den Abt darf ich nur in ein Kloster setzen oder in einen Garten. Und das Besondere am Abt ist, dass er einmal in den Klöstern und in Gärten funktioniert. Gärten sind neu auf den Plättchen. Oder und da die Wertung auslöst ganz normal, wie wir sie vom Kloster kennen. Ja, also die Plättchen drumherum, wenn es voll ist, bekommt man ihn zurück und bekommt 9 Punkte. Oder wenn man in einer Aktion, also in einem Zug, kein Meeple eingesetzt hat, dann darf man sich, wenn man möchte, den Abt zurückholen. Und dann macht er so viele Punkte, wie gerade Plättchen drumherum sind. Das heißt, damit ist man auch wieder ein Stück flexibler mit dem Guten. Und das sollte man definitiv nutzen. Ja, das war die Carcassonne Jubiläumserweiterung oder Jubiläumsausgabe. Insgesamt, was ich vielleicht noch zeigen kann oder zeigen möchte, ist, wir haben ein stabiles, schönes Insert in der Box, wo ich meinen Kram reinpacken kann. Das sortiert das Spiel ganz gut, ist jetzt aber auch nichts, was wirklich notwendig ist bei Carcassonne. Ansonsten ist es einfach eine Ausgabe, die sehr, sehr schön geworden ist und Carcassonne ist für mich einfach ein zeitloser Klassiker. Denn es ist einfach zu lernen, hat aber einfach eine schöne Spieltiefe, besonders wenn die Spieler auf einem gleichen oder ähnlichen Niveau sind. Und deswegen zählt Carcassonne für mich zu den Evergreens. Das geht theoretisch immer, auch wenn man es als Vielspieler natürlich viel zu wenig spielt. Klar. Aber ein Spiel, das ich gerade bei Neulingen einfach jederzeit auf den Tisch packen würde und würde sagen, kommt, lasst uns mal eine Runde Carcassonne spielen. Und deswegen freue ich mich sehr über diese schöne und damit auch verdiente Ausgabe von Carcassonne. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich bin Alex und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut.